Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Harry Potter Jahr 1 bis 4 in der Lego Optik. Ja, ihr kennt sich sicher hier aus. Hier geht's irgendwo hin in einen magischen Turm, aber wir sind jetzt hier am Rumgammeln in der Gryffindor-Ecke. Und irgend so eine Heulsuse, bis dann eine Spielverderberin sagt, oder ein Spielverderber sagt immer: Ruhig bleiben, auf den Stillen, nicht bummeln. Wie hieß denn noch? Nicht Nino und Young. Ach du Heilige, ich bin ja schon wieder am ganz anderen Ort. Aber wie. Ah! Das ist aber die Anspielung auf der zweite Teil. Mist, Geburt. Tschüss. Ich will gerne rein. Ah, komm in der Zeit. Okay, gut. Also der Harry kann das noch nicht. Dann verabschieden wir uns natürlich auch wieder. Ich kann das erst in der nächsten teilen. Hey! Er kann da schweben. Stimmt, ja. Okay, wir müssen jetzt unseren Weg finden hier durch. Ron kann Kretzel. Das ist die Ratte von ihm. Das war der dreiköpfige Hund. Und der haben wir in diesem Teil. So, wir sind hier mal unten. Haben einen schon weiter. Oh, das ist aber klein hier, die Halle. Da habe ich mir Größe in Erinnerung, aber es ist ja auch das Lego-Spiel. Was ein Spiel ist, das vier Spiele beinhaltet, das ist schon nicht schlecht. Und wir gehen jetzt hier weiter und sind jetzt hier in der Eingangshalle. Aber das sieht mir ein bisschen anders aus. Sind wir wirklich in der Eingangshalle? Ey, sorry, das sieht jetzt wirklich ganz, ganz anders aus als in Harry Potter 5, wo wir alles erkunden konnten und wo wirklich ein bisschen anders war. Aber ich kann mich auch irren. Ich mach nur die Blumen kaputt, das seht ihr alle. Ron ist auch so ein. Nee, das war ja. Das war ja der Weasley-Typ. Der frisst ja so viel. Na, okay, gut. Werden wir wieder wechseln zu Harry, unserem Protagonisten. Und hier ist wozu, weil ist ja ein Schloss davor. Okay, ich gehe zum Unterricht und mehr Zauberschutz. Ach so, stimmt, da müssen wir ja zum Unterricht. Habe ich, wir gehen jetzt mal hier lang und werden sehen, was wir so können. Oh, hallo. Pflanze? Oh. War blöde. Gehen weiter. Und wir sind hier im Außenbereich, wo uns immer der fast kaputte Nick immer irgendwie folgt dem Lehrer durch die Tür. Ich bin der Lehrer. Hallo. Wingardium Leviosa. Den Spruch kennen wir schon. Naja, alle schreiben was auf. Run, komm, du schaffst es. Irgendwie funktioniert es nicht richtig. Habe ich was falsch gemacht? Oh, oh. Hey, ich hab's geschafft. 4 auf einmal. Ich halt doch drauf wie ein Oller Polle. Ah, ich muss noch, gedrückt? Was? Wieso gedrückt? Hm.
Ich muss ja drücken. Verstehe ich was falsch, oder? Was? So, ich wurde kurz gestört, was aber nicht weiter schlimm ist. So, wir müssen oben, ich habe vorhin gerade ein bisschen blöd gemacht, denn wir müssen die drei Personen, die hier irgendwo im Raum sind. Befreien! So habe ich das, ich habe es einfach falsch verstanden, na gut. Blöd gelaufen. Wie kommen wir weiter? Na, ah, tolle Wurst. Mann, alles kaputt hier, alles am Arsch. Nein, 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 noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Nein! Links würde sogar stehen, wie man es machen müsste. Was? Nein. Wieso? War ja richtig. Oh, Mistgedöns. Zu oben angekommen. Auf das 1. Wie jetzt so? Hä? Ah, und das Gemälde. So, Hammer. Ey. Ach so, jetzt können wir das erst. Na, okay, wir lernen ja auch. Muss man zugeben. Wir sind lernfähig, vermute ich mal zumindest. Die zweiten, die Seite Person mal gerettet. Und Ronald Weasley, der macht auch nur mehr Ärger. Das ist. Na. Wir kehren ein paar Kerzen um und dann brennen die schon. Nein, wir haben. So, wir hatten das. Rauf, nach oben. Ah, noch eine Lanze. Und jetzt. Mach schon! Halten! Ich will die Steine, ich will die Steine! Ich will die Steine! Wingard of the User! Freigeschaltet! Richtig geil, oder? Wingardium Leviosa! Kann ich irgendwas noch ändern? Oh, den Wimpel haben wir gerade gemacht. Das sind auch Punkte. Und Bücher rausgenommen und irgendwie. Gibt's einen Preis dafür? Für Bücher schieben oder wie? Oh, Junge, irgendein Junge. Keine Ahnung, wie er heißt, aber wir haben einen Jungen freigeschaltet. Behindert oder was? Ja, will wohl so sein. Wohin müssen wir? Hier wächst was, irgendwas. Ich will es gar nicht wissen. Ah, ich kann jetzt rausgehen. Dann, ihr Pumpernickel, könnt mal verlassen die Tür. So, du kannst deine Fertigkeiten jetzt außerhalb des Klassenzimmers benutzen. Probier es aus, um neue Gebiete zu erforschen. Okay. das gefällt mir, meine lieben Leute. Sehr schön gemacht, übrigens. Ah, so, ein Buch muss hier irgendwie rein. Ah, alles müssen rein, oder wie?
Hey! Ah, da unten. So. Gelb kommt da lang. Und das war's schon. Ja, ihr blöden Pult, ihr habt da nichts mehr zu tun, als aufzugehen wie die Glühbirne nebendran. Mhm. Warte mal, wenn wir jetzt das. Ich muss nur noch kurz Controller. Wenn wir jetzt dann die 4. Ne, das war Charakter. Ah, ist ja kacke egal. Komm, wir gehen raus und ziehen ja so an, wie wir es ansehen. Wir haben 1,7% schon geschafft. Hey, tschüss. Hui. Ich will auch das können. Wow. Hui, ich will auch fliegen. Oh, sorry. Ey, ich finde das so geil. Mach eine richtige Rastur. Roy, 100. Oh. Nein, ich bin nicht dich. Ich will die Bücher hier. Lass mal Danken sagen, du Mistfüter. Oh, eine Blume. Hui. Wo sind die Bücher jetzt hin? Ein fliegendes Buch. Wow. Ich will dich öffnen. Nein, wir müssen so hier oben. 3 von 6. Wo haben wir denn hier? Nee. Noch 3, wie, wo, was? Da hängt doch jemand dran, müssen wir es irgendwie. Wir können Typen da oben helfen. Mit einer, der nach oben geht. Komm mal mit. Ich. Nein, du musst nicht. Nein, ich will den Haufen. Nom, 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 ich bin der große Löwe. Ein Geheimraum. Nein, aber zuerst mal hier wieder. 3 von 9. Von 9. Ah, 4 von 6. Haben wir die auch noch? Haben wir auch noch? Ich glaube, das haben wir. Ja, haben wir. Da oben, die ist gemacht vom Spiel aus. Da können wir nichts ändern. Aber eine haben wir noch nicht. Die da. Die am Bad. So, jetzt können wir auch. 5 von 9. Aha. Wir sind noch ganz, ganz. Jetzt gehen wir mal da runter, weil wir können es ja. Wo sind wir jetzt hier wieder gelandet? Aber wir können diese Dinger wieder, diese Fackeln, irgendwie anzünden oder so. Und wir sind ja Harry Potter und Orson. Übrigens auch. Was jetzt wie, wo, was? Ich denke immer Neues. Was ist? Oh, heilige Kacke, da kommen wir. Oh, da müssen wir noch einen Zauberspruch lernen. Hallo, Ronald Wee, Fred und George, so war's. Naja. Die werden wir noch kennenlernen in der Folge, beziehungsweise im Let's Play. Das ist auch noch zu scheiße. Ah! Ich weiß, wo wir sind. Wir laufen tatsächlich irgendwo komplett falsch, aber ist ja eigentlich auch kacke. Wir finden es hier schön und da ist die Eingangshalle. Da können wir wirklich rein und sind wir dann. Oder ist das der Glockenturm? Ich glaube, das ist der Glockenturm. Ja, der Glockenturm ist da. Und schwebe! Hui! Superman! Wow! Kopf über! Runter! Rauf! Und ist im Kreise. Ah, ui. Okay, nun mal schauen, wie viel Zeit. Ach, die Zeit ist gleich abgelaufen. Das heißt, wir sehen uns dann in der nächsten Episode, liebe Freunde. Bis dann. Tschüss.
Das war eine spannende Abenteuergeschichte hier mit Harry Potter. Years 1 bis 4. Ja, das war's, meine lieben Freunde, mit dem jetzigen Part. Mal schauen, was dann später noch auf uns zukommt, wenn wir dann den nächsten Part spielen. Aber bis jetzt gefällt es mir eigentlich sehr, sehr schön. Es ist eine sehr schöne Machart und wenn es weitergeht, dann seht es auch auf meinem Kanal. Wenn ihr mich abonniert habt, wenn nicht, dann bitte abonniert mich, falls ihr ein oder zwei Parts nicht vergessen oder verlieren wollt. Dann einfach nur abonnieren. Ansonsten schaut doch mal wieder vorbei bei Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Ansonsten freut es mich wie ein Teufel, das Spiel endlich zu spielen. Und ein lang ersehnter Wunsch geht in Erfüllung. Ich bin Harry Potter in einer verflixt scheiß Kammer, die von den Dursleys, gerade aufgemacht werden. Aber das spielt auch keine Rolle mehr, denn wenn ihr mehr von mir sehen wollt oder gerade auf die Playlist kommen wollt, dann klickt einfach unten links in den laufenden Screen, da ich ein paar Gameplay-Sachen reingeschmissen habe und so. Ja, ansonsten, liebe Freunde, viel Spaß bei den weiteren Let's Plays und wenn die Eulen kommen, dann einfach nur die Ohren zumachen und freuen auf weiteres. Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht, wie die Geschichte weitergeht und wir freuen ja uns auch auf mehr von Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley, die auch hier rechts im Bilde sind, wie wir auch gerade sehen, alle in Gryffindor und das finde ich, liebe Freunde, freut mich sehr. Das wird ein spannendes Abenteuer mit sehr, sehr viel Action in Lego-Optik. Tschüss, wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.